Okay, wilder Kriecher. So, lass mal gucken. Guten Morgen zusammen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Hier bei Misch. Ja, da sind wir schon wieder. Voll, sehr gut. Sehr gut. Ihr seht, ich habe ein paar Klebebänder über Nacht gearbeitet. Ich habe über Nacht gekocht. Ich habe über Nacht Pflastersteine hergestellt und die Schockstabmod hergestellt, damit unsere Waffe noch ein bisschen effektiver wird. Zack, das macht allein nochmal 2 Punkte Schaden pro Schlag mindestens aus. Sehr geil. Des Weiteren, ich war ja überlegen, ob ich schon zu Hordebaves fahre. Aber wir haben hier ja sowieso noch eine Quest zu tun und so weiter und so fort. Ja, bleiben wir erstmal noch hier. Fahren wir nachher frühzeitig rüber, um das zu tun, was wir tun müssen. Nämlich die Hordebase noch ein wenig umbauen. So. Da ist ein Huhn, komischerweise. Steht da einfach mal in Huhn rum. Auch witzig. Ja gut. Fuck. Fuck, weg hier. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Da war ein Direwolf. Los, weg hier erstmal. So. Wir müssen dahinter irgendwie. Gut, fahren wir hier lang. Aber dem Direwolf wollte ich jetzt nicht in die Arme laufen. Beziehungsweise in die Zähne laufen. Ich glaube, da sind wir noch zu, ich sag mal, harmlos für. Da sind wir noch nicht richtig bewaffnet für den Hoshi. Aber das wird auch kommen. Ah, das ist brutal mit diesen Direwolves. Ah, nur mit so einer kleinen 9 mm und einem Schockstab lege ich mich nicht mit dem Direwolf an. So wahnsinnig bin ich dann doch nicht. Ja, wollen noch ein paar Meter. So, der Lee. Da sind wir angekommen. Sag mal. Nachts nie überlastet, ja. Auch nicht schlecht. Guckst du noch mal da rein? Ein Klingenbuch. Wir können ein 4er Knochenmesser freischalten. Wahnsinn. Wir können ein 4er Knochenmesser bauen, wollte ich sagen. Juhu. Stimmt, das war ja die Mod, wo die Zombies so schön fliegen dann. Stimmt ja. Ja, ein bisschen Schipperit ist schon gut. Abgebaut wird nix. Abgebaut wird nix. Haben wir hier alles? Ja. Gut. Okay. Dann müssen wir das anders machen hier. Entschuldigung, da hinten dran ist jetzt garantiert jemand. 100 Pro. Da ist jemand, da ist einer, ein Holzfäller. Nur Fliegen sind schöner, mein Freund. Den kann man ja einmal quer durch die ganze Wohnung prügeln. Gedacht, ich hätte jetzt echt fest damit gerechnet, dass da hinten dran einer ist. Also täuscht man sich manchmal, ne? So kann man sich manchmal täuschen. Was ist das? Miso-Soup. Ja, komm. Gibt dir die Learning Elixier. Sehr geil. Können wir gut gebrauchen für die Horde-Nacht. Sehr gut. Was ist da oben? Ist da oben was? Was ist denn da? Weird. Warum ist da ein Raum? Wieso?
Gucke mal an. Da ist die Mutti. Da ist eine Mutti. Wie kackendreist. Wie kackendreist. Da wäre uns die Mutti hier auf den Kopf gefallen. Alter. Frech. Das ist ja frech, sowas. So, warte mal. Hier war doch noch was. Ja. Sag ich doch. Da war noch der Boden kaputt. Was ist hier? Ah, das ist Stoff. Toll. Ein bisschen Stoff war hier noch. Hier hat man noch nicht alles geguckt. Ein Kochtopf. Ja, hebt immer auf. Brauchen wir später für. Für die Chemiestation. Chemiestation. Weil wer Chemie sagt, das sagt doch China. Unangenehme Menschen, die so reden. Nö, nö, nö. Nö, nö. Nicht mit dem Commander. Hä? Ah. Aha. Aha. Hier geht's weiter. Aha. Okay, wilder Kriecher. So, lass mal gucken. Und noch ein Kriecher. Halbi, aber halbi, über halbi. So, dann ist hier Müll. Wo ist denn? Wo ist denn? Müssen wir mal gucken. Die Vorräte. Wir brauchen hier noch die Vorräte. Mumpeln, das ist gut. Ja, war jetzt nicht übermäßig schwer. Die Quest, die war jetzt nicht übermäßig schwer, Leute. Sind wir mal ehrlich. Ein Messer. Das ist besser wie unseres. Nein. Es ist nicht besser wie unseres. Schockstab 2. Ja, habe ich ja schon. Ladegewehre 10% schneller nach. So. Das zerstören. Wir brauchen noch die. Wo sind denn die Vorräte? Ach, da oben. Ja! Da sind sie doch. Das war es doch dann auch schon direkt. War ja relativ easy. Das war ja relativ easy. Dann sehen wir uns bei die Händler. Bobay, Bobay. Wo ist Bobay? Right there with some Bob. Good work. Here is your reward. Ja, wir nehmen die Zeitschriften. Vollkommen klar. So. Einmal anlegen, einmal lesen, öffnen. Get hammered, zweimal Gewehre und zweimal Pfeilen. Ja gut. Jetzt nicht unbedingt der wahre Jakob gewesen, aber besser wie nichts. I got vehicles so shiny, they'll blind you in the noonday sun. Besser wie nichts. Brandeder Schaftmut, nein. Blasebalg, Amboss. Amboss nehmen wir mit. Den Amboss nehmen wir mit. Ist sonst irgendwas? Jack Planet nehmen wir eins mit. La la la. La 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 la. Werkbank, Schalldämpfer Mod. Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht wirklich, was ich brauchen könnte. Nein. Come back soon. We restock often. Stufe 3. Ey, da haben wir keine Zeit, müssen wir das nächste Mal mitnehmen. Stufe 2 können wir machen, da sind nur Befallene, das dauert auch zu lang.
Abholen 437 Meter fürs nächste Mal. Ansonsten haben wir hier alles. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, was muss die hier sein? Jo. Fahrrad ist hier. Dann fahren wir nach Hause. Hoffen, dass klein Wölfchen weg ist. Deswegen, ja, guckst du hier mal rein. Toll. 7 Blatt Papier. 7 Blatt Papier. Da ist unsere Ear, unsere Base. Kein Direwolf. Sehr gut. Sehr gut, kein Direwolf. So. So. Einmal alles weg. 31. Ich hatte gehofft, dass wir vielleicht noch einen Punkt mehr kriegen für einen besseren Schockstab noch zu bauen. Aber leider nicht. Ja, da habe ich auch vergessen drauf zu drücken, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Dann, wie viele Köpfe haben wir mittlerweile? Wir haben 5 Stück insgesamt. Gut, die können dann mal in die Tools reingelegt werden. So, wir haben die. Blutmond. Das Zeug nehmen wir alles mit. Zack. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Wir haben Mumpeln. Wir nehmen sicherheitshalber... Kein... selbstgebautes Maschinengewehr. Selbstgebautes Maschinengewehr. Was können wir? Eine 6er? Ne, wir brauchen eine 5er. Hier von 6. Ein paar Rohre. Holz haben wir. Dann baust du das mal. Das kann dann reinlaufen. Ah, genau. Medix. Medix muss ich mitnehmen. Medix nehme ich mit. Ja, hier von 2. Hier von nimmst du eine mit. Bandos. Können wir unterwegs herstellen. Machst du mal die 7 Stück. Nicht verfolgen, du Depp. Ist schon wieder so blöd. Fertige. Genau. Hiervon nehmen wir welche mit. Hiervon nehmen wir ein paar mit. Ja, das muss reichen. Bandos. Ja, das muss reichen. Das muss reichen. Hier machen wir nochmal leer. Dann kann hier alles in Ruhe reinlaufen. Apropos reinlaufen. Hier kann in Ruhe Wasser durchlaufen. So, nochmal durchgucken. Haben wir alles, Leute. Wir brauchen noch ein paar Rap-Kits. Wir brauchen Rap-Kits. Halt. Müsst ihr hier mal 8 mit. Wir haben 5. Ja, sollte reichen. Sollten reichen. Rap-Kits sollten reichen. So, einschalten. Einschalten. Wir machen uns vom Acker. Wir sehen uns an der Horde-Base drüben im Waldbiom. So, da sind wir auch an der Horde. Ach, an der Horde. Da ist das Fahrrad an der Base angekommen. So, wie machen wir das jetzt? Der kommt dann auch noch. Ich wollte doch hier noch ein bisschen was ändern. Ich habe noch keine Pickaxe natürlich. Nee, wenn ich da jetzt anfange. Nur reparen, bitte. Nur reparen hier. So, das ist soweit klar. Dann brauchen wir hier... Ja, ich weiß, wie wir das ungefähr machen.
Verstaucht dir aber nicht das Bein. Und zwar... Ja, ist hoch genug. So, das sollte doch so funktionieren. Das sollte eigentlich reichen. Das sollte reichen. Dann. Zack, zack. Und Bams. Das nach da und dann das Hämmerchen bitte. Nämlich. So, dann werden hier unten die werden zementiert. Zack. Genauso hier die Blöcke. Nur noch 5. Ja, komm. Komm. Soll so reichen. Und den noch. Zack, keine Mischung mehr. Müssen wir mal gucken, wo wir die hier irgendwie hingebaut kriegen. Einmal hier, sieht gut aus. Perfekt. Mal gucken, ob wir den Generator da drin gestellt kriegen. Ja, kriegen wir. Würde im Weg stehen. Würde im Weg stehen wie die Sau. Müssen wir mal gucken von innen. Hier einmal. Ach ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen langatmig, ein bisschen langweilig vielleicht für viele. Mir zuzugucken, wie ich hier bastle. Halt, wo geht's hoch? Hier geht's hoch. Zack, zack. Wir sind oben. So. Werden wir den hier einpassen? So, dann hier in die Decke reinschrauben. Genau. Genau so habe ich mir das gedacht. Ja, und genau so hast du das genau richtig gemacht. Du hast nämlich kein Benzin dabei. Müssen wir gleich hier nochmal zum Händler fahren. Dumme Menschen machen dumme Sachen. Wie immer. Ich will jetzt aber erst das angeschlossen kriegen. So. Und zwar von dir nach da und da
Nach da. Das was bringt? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir müssen mal zum Trady fahren darüber. Sonst bringt es der ganze Generator nichts. Ich habe nämlich, Trottel wie ich bin, mal wieder kein Benzin mitgebracht. Mal wieder sehr intelligent. Ah ja, so ist das manchmal. Zum Glück ist der gute Rekt hier in der Nähe. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Recti Mekti. Ich weiß, ich war schon lange nicht mehr hier. Hast du was für mich? Put away your weapon. Flash some cash or get lost. Benzin, ja. Da können wir ein bisschen was nehmen. Dann nehmen wir mal so 500. Dann nehmen wir mal so 500. Sonst irgendwas. Compound-Bogen 417. A sale is a sale. Ja, sei leise. Even if it is to a scumbag like you. So, Fahrrad ist hier. Gut, und dann ab zurück zur Horde Base. La la la. La la la. 17 Uhr. 17 Uhr. Ja. War doch gut, dass wir frühzeitig hier rübergekommen sind. War gut, dass wir frühzeitig hierher gekommen sind. So, warte mal, nimm mal das Fahrrad schon mal mit. Das brauchst du in der Horde-Nacht nämlich nicht. Ja. Sehr intelligent außen rumgelaufen, du doof. Super intelligent außen rumgelaufen. Reparieren können die es auch. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, aber ist in Ordnung. Halt. 500 sind drin, wir werden es probieren. Wir werden es probieren, Leute. Ganz ehrlich. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann kriegen wir oft aufs Maul. Das ist dann auch okay. So, ich schneide uns rüber in die Horde, da sehen wir uns da gleich. Ich bin ja auch dumm wie ein Fisch, ne? Ich bin dumm wie ein Fisch. Ich habe jetzt wirklich in Gedanken gewesen, wir hätten jetzt Horde Nacht. Ich bin dumm wie ein Fisch, liebe Leute. Ich bin dumm wie ein Fisch. Na gut, das heißt, wir fahren zurück. Das ist dann eine etwas kürzere Folge dieses Mal. Das ist dann leider Gottes so. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich bin dumm wie ein Fisch. Ja, wie gesagt, dann wird es eine kürzere Folge dieses Mal. Ich werde jetzt mit dem Fahrrad gemütlich nach Hause fahren. Ist ja eine schöne Fahrt. Aber, naja, andersrum gesprochen. Die Base steht soweit, die ist vorbereitet, alles. Das heißt, wir können morgen im Endeffekt, dann machen wir morgen halt die Quest. Ja, dann machen wir morgen die Quest und fahren dann damit das irgendwann gechillt rüber zur Horde. Wir müssen nichts vorbereiten. Ja, dann ist das jetzt so. Dann ist es jetzt so. Gut, liebe Leute. Ich fahre zurück. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn die Folge ein bisschen dumm war und mit viel Dummheit von meinerseits verbunden ist, ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr so richtig eskaliert mit Abo-Button, mit Like-Button und da die ganze Gedöns, ihr wisst Bescheid. Ja, ich setze hier, glaube ich, noch eine Kiste hin, wo ich das Zeug schon mal reinballer, was wir nicht mitnehmen, was wir morgen, dann aber morgen brauchen. Wie zum Beispiel hier, die hier und das bleibt hier,
Brauchen wir noch was? Nee, das kann weg. Das kann weg. Nee, die Sachen lasse ich dann schon mal hier. Die Euro braucht man dann in der nächsten Folge, wenn es dann wirklich zur Horde Nacht kommt. So, wie gesagt, eskaliert. Haut auf den Like-Button. Haut auf den Abonnieren-Button. Dreht durch. Würde mich über alles freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Beziehungsweise beim nächsten Mal für die neue Folge 7 Days to Die hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. So, wie kam ich da drauf, dass wir heute schon Horde Nacht haben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Tut mir leid, Leute, weil da war ich eindeutig neben der Spur. Ja, wie gesagt, halt, du musst auch was essen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt so schön, bleibt bitte gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Strike69. Ciao, ciao.